Christus spricht: Ich war tot und bin auferstanden. Herzlich willkommen zum Zeitraum-Gottesdienst am Ostermontag. Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn, unseres Vaters in dem Himmel, denn er hat uns so gern. Er heißt uns hier willkommen und wir singen Lieder heute, weil wir wissen, dass sich Gott darüber am meisten freut. Was ist, denn ich nicht singen kann, bin traurig oder müd, dann nimmt er mich in seinen Arm, mein Vater, der mich liebt. Wir dürfen zu ihm kommen, unsere Hände, die sind leer, unser Gott, er will sie füllen, ihm geben wir die Ehr. Amen. Zwei Freunde sind zusammen auf dem Weg. Sie haben die Stadt Jerusalem hinter sich gelassen und wollen in das Dorf Emmaus. Über 2 Stunden dauert es. So haben sie viel Zeit zum Reden über alles, was in den letzten Tagen passiert ist.
Sie sind dabei so vertieft, dass es ihnen gar nicht auffällt, dass sie nicht mehr allein sind. Ein Fremder geht schon eine ganze Weile neben ihnen her. »Worüber redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Was treibt euch denn so sehr um?« Erstaunt bleiben sie jetzt stehen. »Dann bist du wohl der einzige Mensch in ganz Jerusalem, der nicht mitbekommen hat, was da passiert ist. Das von Jesus. Wir haben geglaubt, dass er von Gott kommt. Alles, was er gesagt und getan hat, hat das gezeigt. Aber die Oberen unseres Volkes wollten davon nichts wissen. Sie haben ihn töten lassen. Wie ein Verbrecher musste er am Kreuz sterben. Und dann kommen heute Morgen noch Frauen zu uns und erzählen, das Grab, in das er gelegt wurde, sei leer. Engel hätten ihnen gesagt, dass Jesus lebt. Aber das kann doch keiner glauben. Nur eins steht fest, das Grab ist wirklich leer. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Als die Freunde dem Fremden so ihr Herz ausschütten und alles erzählen, was sie erlebt und gefühlt haben, wird es ihnen auf einmal von innen richtig warm. Aber auch der Fremde hat ihnen viel zu sagen. Er erzählt, was schon in den alten Schriften vom Retter geschrieben steht. »Komm, bleib bei uns über Nacht«, laden sie den Fremden ein, als sie endlich in Emmaus ankommen. Dann beim Abendessen nimmt der fremde Gast das Brot, reißt Stücke davon ab, betet und teilt es aus. Jetzt auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Das ist Jesus! Die ganze Zeit schon kam er uns so vertraut vor und wir haben uns wohlgefühlt auf dem Weg mit ihm. Jesus lebt! Das ist er wirklich! Nein, das war er, denn im nächsten Moment ist Jesus vor ihren Augen verschwunden. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Er lebt! Obwohl es schon dunkel wird, laufen die beiden den langen Weg nach Jerusalem zurück. Das müssen sie unbedingt den anderen erzählen. Heute noch! Cool! Hat euch die Geschichte auch so gut gefallen wie mir? Ein herzliches Hallo an dieser Stelle an euch alle, an euch Kinder, aber natürlich auch an all die Großen, die gerade mit vorm Laptop, vorm Fernseher oder vorm Handy sitzen. Und ich will euch jetzt erzählen, warum mir die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, von diesen zwei Freunden, warum die mich wieder so neu gepackt hat in den letzten Tagen. Diese beiden Freunde, diese beiden Emmaus-Jünger, die waren ja auch Freunde von Jesus. Und sie haben ihn so richtig gekannt und haben ihn gehört und gesehen. Und jetzt sind sie aber gerade unterwegs nach Emmaus, zu einem kleineren Dorf, wandern dort gemeinsam hin und sind ziemlich traurig, weil vor 3 Tagen ist nämlich Jesus erst gestorben. Und ich glaube, die beiden haben Jesus ziemlich lieb gehabt. Und deshalb sind sie jetzt, glaube ich, auch ziemlich traurig, dass Jesus nicht mehr da ist. Und dann ganz plötzlich kommt da ein Mann zu ihnen. Ein fremden Mann, sie kennen ihn gar nicht. Und läuft einfach mit und redet. Aber jetzt muss ich eine kurze Pause machen, weil mich würde nämlich noch interessieren, was eigentlich in der Kiste drin ist, bevor wir jetzt weiter schwätzen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich würde einfach gerne wissen, was da drin ist. Vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr euch ja mal überlegen. Ich habe, weiß auch nicht, vielleicht ist ein Osterhase drin oder noch ein paar Ostereier, das könnte auch sein. Wobei, ich glaube eher nicht, weil da habt ihr wahrscheinlich schon genügend gefunden. Aber ich gucke jetzt mal rein. Aha. Okay, ein Tuch. Naja, weiß jetzt auch nicht. Jetzt stelle ich mal die Kiste wieder hin. So. Langweilig, meint ihr, so ein Tuch? Ja, vielleicht. Aber ich finde, dass das ziemlich gut zu unserer Geschichte passt, wenn ich es mir so überlege. Weil
wenn ihr euch überlegt, so, ich binde mir das mal um, so ein Tuch kann einen nämlich ganz schön blind werden lassen. So, zack. Dann sieht man gar nichts mehr. Oha. Probiert es mal aus. Haltet mal eure Hände noch vor die Augen. Alles dunkel. Krass. Ich glaube, dass es den Emmaus-Jüngern genauso ging. Die haben diesen fremden Mann nicht erkannt, der da mitgelaufen ist. Dabei war das Jesus selber. Und es war bei den Emmaus-Jüngern so, wie wenn ihnen jemand ein Tuch vor die Augen gebunden hat und sie einfach überhaupt nicht gesehen haben, wer da mit ihnen unterwegs ist. Krass. Dabei war Jesus gar nicht mehr tot, sondern war direkt neben ihnen auferstanden und ist mit ihnen mitgelaufen, hat mit ihnen geredet. Und dann haben sie ihn ja auch noch zum Abendessen eingeladen und zum Übernachten. Und trotzdem haben sie ihn irgendwie in der ganzen Zeit nicht erkannt. Und was hat Jesus gemacht? Tja, der hat nicht verraten, wer er ist. Der hat sich mit ihm unterhalten und war mit ihm einfach unterwegs. Jesus, glaub ich, der wollte, dass die zwei selber drauf kommen, wer er ist. So. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen fühlen. Da ist ja die Kiste. Ich glaube nämlich, da ist noch was drin. ja. Jetzt gucke ich mal, ob ich das blind hinkriege hier so. Ja. Da duftet es schon, wenn ich die Kiste aufmache. Ich glaube, da ist was ziemlich Leckeres drin. Ja. So, jetzt stelle ich die mal zur Seite. So. Oha. Fühlt sich gut an. Riecht gut. Jetzt muss ich mal doch spickeln. Oha, ein Weckle. Ja, sowas. Hat auch was mit unserer Geschichte zu tun, gell? Ja. Dieses Brot, dieses Weckle, das hat auch den Emmaus-Jüngern geholfen, gell? Ja, weil als dieser fremde Mann mit ihnen Abend gegessen hat, hat er ja das Brot genommen, so steht es in der Geschichte, auch in der Bibel. Und dann hat er es gebrochen und hat Gott Danke gesagt fürs Essen. Boah, und da haben sie es gecheckt, die zwei Freunde. Das ist ja Jesus, der da bei uns am Tisch sitzt. Der ist ja gar nicht mehr im Grab, er ist nicht tot, er sitzt tatsächlich neben uns und ist lebendig, er lebt. Mensch, da haben sie gestaunt, die Emmaus-Jünger. Das war, wie gerade eben bei mir, wie wenn ihnen jemand das Tuch von den Augen genommen hat und sie auf einmal wirklich gesehen haben, wer da neben ihnen sitzt. Und jetzt konnten sie Jesus erkennen. Und es waren sie auch gar nicht mehr traurig, das habt ihr auch gehört in der Geschichte. Sie waren dann total überglücklich und total fröhlich und sind gleich los und haben es den anderen Jüngern und ihren anderen Freunden erzählt, dass Jesus lebt. Weißt du denn, dass Jesus auch mit dir geht? Jesus lebt und ist auch an deiner Seite unterwegs. Egal wohin du gehst. Und er ist sogar da, wenn du ihn nicht erkennst. Jesus ist da, wenn du ihn nicht spüren kannst. Und Jesus ist auch da, wenn du ihn nicht hören kannst oder sogar nicht sehen kannst. Und so wie die zwei Freunde, können auch wir Jesus in unserem Leben erkennen. Hast du Jesus in deinem Leben schon entdeckt? Hat er dir zum Beispiel mal Mut gemacht, wenn du Angst gehabt hast? Oder hat Jesus dich schon mal getröstet, wenn du traurig warst? Oder hast du schon mal darüber gestaunt eigentlich, wie schön die Sonne scheint, was für tolle Blumen gerade da sind? Und hast du Jesus dafür Danke gesagt? Boah, so gut, dass unsere Augen eben nicht verschlossen bleiben.
Gell? Wir haben vielleicht auch manchmal so ein Tuch vorm Gesicht, aber auch wir dürfen Jesus erkennen und auch uns wird das Tuch weggenommen, so wie den Emmausjüngern. Weil nämlich Jesus möchte, dass wir ihn erkennen. Er möchte, dass wir es checken und dass wir draufkommen, dass er da ist. Und so wie die Freunde beim Brotbrechen Jesus erkannt haben, so gibt's auch in deinem Leben Momente, wo du Jesus erkennen kannst und vor allem erkennen darfst. Machst du dich mit mir zusammen auf die Suche nach solchen Brotbrechmomenten? Denn Jesus geht auch in deinem Leben mit, weil er nämlich lebt. Und jetzt möchte ich uns eine Sache wünschen und die wünsche ich uns allen, die wünsche ich euch Kindern und auch all den Großen. Nämlich, dass Jesus über diese Osterzeit hinaus immer wieder uns ganz neue Brotbrechmomente schenkt. Momente, in denen wir sehen und erkennen dürfen, dass er Gottes Sohn ist. Momente, in denen wir ihn ganz nah spüren dürfen, dass er da ist. Und Momente, in denen er uns zeigt, dass er einfach so viel größer ist als alles andere um uns herum. Und deswegen, hey, lasst uns doch solche Brotbrechmomente in unserem Leben immer wieder suchen und lasst uns vor allem Jesus selbst darum bitten, dass er uns diese Momente schenkt und dass er uns das Tuch wegnimmt von den Augen und wir erkennen dürfen, wer er ist und dass er uns die Augen öffnet und dass wir es checken dürfen, so wie die Emmausjünger. Solche Brotbrechmomente, das wünsche ich uns. Und so möchte ich jetzt schließen mit dem letzten Teil auch dieser Geschichte, wie er in der Bibel steht. Es gibt nämlich einen Grund, warum wir Jesus erkennen dürfen und warum er da ist. Er ist nämlich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Nun sprechen wir ein gemeinsames Gebet. Lieber Gott, heute sollen sich alle Menschen freuen und fröhliche Lieder singen über dich. Denn du hast Jesus auferweckt von den Toten. Du hast denen, die traurig waren, die Tränen abgewischt und sie wieder froh gemacht. Die, die Angst hatten, ganz allein und verlassen zu sein, hast du ermutigt mit dem Versprechen, dass Jesus immer bei ihnen ist. Gott, wir sind froh, dass wir von dir hören. Du tröstest auch uns und bist immer bei uns. Deine Liebe ist größer, tiefer und weiter, als wir denken können. Du bist wunderbar, Gott. Zu dir wollen wir gehören. Amen.